rechts, links und dann sind wir da. Es wird Zeit, Leute. Es wird echt Zeit. Ich muss mal gucken, ob ich dann vielleicht hier die Folgen ein bisschen verlängere oder so, weil ich das keinem anbieten kann, dass wir hier 5-6 Folgen nur mit der Omerta-Mission verschwenden. Das ist ja echt schon extrem. So, ich muss mal gucken, wie lange ich jetzt überhaupt noch mache. Da ich jetzt so lange dran gesessen habe, ist meine Stimme schon wieder ein bisschen angegriffen. Ich habe auch rumgeschrien ohne Ende hier teilweise. So. Ralphie, nimmst du das Auto entgegen? Das wäre sehr lobenswert. Bisschen aufräumen brauche ich. Hier den Falconer, den brauche ich nicht mehr. So, den Lasseter. Was war denn das für einer? Oh, jetzt müsste man natürlich wissen, welche Autos das sind. Der bleibt, der bleibt. Den Alva, der kommt weg, den benutze ich nicht. So, ich guck noch mal kurz wegen dem Lasseter V16 Charon Schwarz. Ach, das müsste unser Leichenwagen sein, ne? Ja. Was ist das da drüben für einer? Den will ich auch loswerden. Der ist nicht so schön. Der hat ein hässliches Dach, das mag ich nicht. Hier. Ach, guck mal durch. Der Tor ist es nicht, der ist es nicht. Der Bolt V8 Roadster Blau müsste das sein, oder? Schauen wir mal. Ja! So, ja, da haben wir doch jetzt eigentlich nur noch ganz schicke Autos hier stehen, finde ich. Den Leichenwagen finde ich besonders schön. Gut. Na, dann wollen wir mal schauen, was uns der Yagi so dazu sagt. Dass wir ihn anscheißen. Wir haben ihn ja kräftig beschissen eigentlich, ne? Kann man nicht anders sagen. Aber eigentlich sollte es erstmal nicht mitkriegen. Mal schauen. Besuch bei reichen Leuten. Das klingt doch formidabel. Glücklicherweise kauften mir alle ab, dass Frank tot war und ich seine Leiche entsorgt hatte. Und Franks Beerdigung musste ohne Frank stattfinden. Die Mafia organisiert gerne würdige Beerdigungen für wichtige Leute, auf denen sie die untereinander ausstehenden Geschäfte vergessen. Oder die mit dem Toten. Die Verstorbenen werden in ein gutes Licht gerückt. Das ist ein Grundsatz für jeden Gangster. Wenigstens auf einer Beerdigung. So kam es, dass nicht nur Salieri und unsere Männer lange Reden über ihren besten Freund Frank hielten, sondern auch Morello und andere Gangster. Morello und Salieri weinten Schulter an Schulter. Es sah nicht so aus, als wären sie sich noch vor einem Tag fast an die Kehle gesprungen. Frank hätte sich im Grabe herumgedreht, wenn er tatsächlich tot gewesen wäre. Schätze, alles ging ziemlich gut aus. Ich musste mir nur etwas für Franks Familie ausdenken. Salieri wollte natürlich der armen Witwe seines besten Freundes bis an ihr Lebensende zur Seite stehen. Ich konnte ihm schließlich nicht sagen, dass sie sich zurzeit bequem in Europa erholten. Tom, unsere Probleme sind anscheinend noch nicht vorbei. Der Staatsanwalt, der Frank beinahe umgedreht hätte, gräbt weiter Schmutz aus. Und man sagt, er hat sogar Zeugen. Scheinbar sind der Stadtrat, dessen Sohn ihr erschossen habt, ernsthaft auf Rache. Er ist mit dem Staatsanwalt auf Du und Du. Und wenn wir ihnen nicht auf den Zahn fühlen, werden sie uns Schwierigkeiten machen. Das klingt gar nicht gut. Was viel schlimmer ist, der Kerl traut niemandem. Er hat alle Beweise gegen uns in einem Safe in seiner Villa. Sam und Pauli kümmern sich, während wir hier reden, um die Zeugen. Und du musst diese Beweise beschaffen, Tom. Wie kommen wir daran? Nun, da ist heute eine erstklassige Gelegenheit. Der Herr Staatsanwalt geht nämlich heute Abend ins Theater. Und sonst ist niemand zu Hause. Das heißt, niemand außer den Sicherheitsleuten. Natürlich. Aber das Arbeitszimmer ist leer. Die Villa ist im Millionärsviertel. Unser Staatsanwalt ist nämlich nicht gerade arm. Danke, Luigi. Es ist dir überlassen, wie du reinkommst. Aber rechne damit, dass um die Villa Wachleute patrouillieren. Sobald du drin bist, hast du es geschafft. Die Villa ist leer. Das Büro des Staatsanwalts ist im ersten Stock und in der Wand müsste ein Safe sein. Dafür nimmst du Salvatore mit. Das ist ein Mann, der praktisch jeden Safe in Amerika knacken kann. Sobald du alle Beweise hast, müsst ihr verschwinden, bevor der Staatsanwalt zurückkommt. Okay, Boss. Wo finde ich diesen Salvatore? Er wartet unten in Hoboken auf dich, an der Ecke beim Stadion. Du kannst ihn auf dem Weg zur Villa mitnehmen. Ich muss dir nicht sagen, wie wichtig dieser Job für uns ist, Tommy. Buona fortuna. Ich tue mein Bestes, Boss. Und Tommy,
Falls du auf den Staatsanwalt triffst, leg ihn nicht um. Auf keinen Fall. Das macht uns nur noch mehr Ärger. Verlassen Sie sich drauf, Boss. Buona fortuna. Viel Glück, mein Freund. Na, Luigi, hast du auch ein paar weise Worte für uns? Luigi? Luigi? Bist du stumm geworden? Die Sache mit Frank hat Don Salieri richtig mitgenommen. Er hat wohl ein schlechtes Gewissen. Dabei hat er dazu keinen Anlass. Er musste es tun. Ein ehrenhafter Tod ist besser, als die Familie zu verlassen und sich zu verstecken. Ja, er musste es tun. Letztendlich musste er es wirklich tun. Was blieb ihm anderes übrig? Und dass Don Salieri da Schuldgefühle zeigt, das zeigt ja immerhin, dass er auch irgendwo ein Herz hat. Ist das Pauly? Wer bist du denn? Hey? Hallo? Hey, Tom! Wer war denn das? Tommy? Nee, ach, du hast gar kein neues Auto für mich, das ist ja doof. Hallo, wer bist denn du? Hä? Wer bist denn du? Ja, lauf nur! Hey! What? Nein! Nicht witzig. Glücklicherweise kam... Ja, das kennen wir schon. So, weg damit. Hol Salvatore an der Straßenecke beim Stadion in Hoboken ab. Mann, das kann ich doch nicht wissen, dass das ein Mafia-Typ ist. Der sah so verdächtig aus hier. Man weiß ja nicht, ob der... nicht Sam. Mann, jetzt verwechsel ich dich schon wieder. Der Rive, ob der irgendwelche linken Dinger dreht hier. Tom! Hast du kein neues Auto für mich? Was ist denn das für ein Saftladen hier? Ich will ein neues Auto haben. Das geht so nicht, mein Freund. So, haben wir irgendwelche Waffen? Nee, natürlich nicht. Dann gehen wir mal hoch zu Vincenzo. Der wird doch bestimmt irgendwas für uns parat haben, oder? Vincenzo, alter Freund! Guten Abend, Vincenzo. Zeig mal her, was hast du denn? Ich möchte so eine Thompson da hinten bitte haben. Heute ist ein Einbruch geplant, also brauche ich was Unauffälliges für den Job. Tommy, ein Schläger scheint angemessen. Wenn du einem damit eine von hinten über die Birne ziehst, ist er erstmal außer Gefecht. Nimm doch zur Sicherheit noch diesen 1911er Colt mit. Toll, Billigausrüstung hier. Ich drücke dir die Daumen, Tommy. Danke, Vincenzo. Na, das kann ja was werden. Mit so einem Billigkram soll ich mich ja abspeisen lassen. Das ist ja wieder das Letzte. So, schnell weggesteckt den Kram. Und dann wollen wir uns mal aufmachen. Womit fahren wir denn am besten? Ja, dann fahren wir gleich mit dem Tor. Wir fahren ja schließlich ins Reichenviertel. Da muss man ja auch ein bisschen angemessen fahren, ne? So, Thor Sommer ist unterwegs. Miep, miep. Erinnert mich so an Roadrunner. Miep, miep. So, auf zum Besuch bei reichen Leuten und unterwegs sammeln wir noch Salvatore ein. Wunderbar, wunderbar. Und los geht's. Hol das Salvatore an der Straßenecke beim Stadion in Hoboken ab. Hüpf. So, das wackelt schon wieder so lustig. So, und ich mache mal bewusst jetzt keine Tempobegrenzung rein. Es ist ja Nacht, vielleicht kommen wir da auch so durch. So, ich muss rechts rum. Ich muss immer mal wieder gucken. Ich kann mir es irgendwie nicht merken. Ich weiß auch nicht warum. In anderen Spielen geht das besser, aber da auch hier man immer die Möglichkeit hat, sich so nochmal damit zu beschäftigen, so nebenbei während dem Fahren, während des Fahrens eigentlich, kann man das ja auch immer mal wieder machen und da bin ich auch nicht geneigt, mir die Karte zu merken oder den Stadtplan, um das nicht zu tun. So, jetzt gibt Gummi hier. Zeig mal, was die Karre so kann, was die so drauf hat. Ich will mal was sehen hier. 90, naja gut. Los, die 100 schaffst du? Jawohl, das sieht gut aus. Jo, fast 120. Hui. Ich wollte es mal ausreizen bis zum Ende. Wir kommen ja wieder auf alle Viere. So. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Oh, hier vorne ist ein Bulle. Da muss ich ja doch mal die Begrenzung reinmachen. Herr Wachtmeister, es ist ganz normal, dass bei mir die Hälfte des Autos kaputt ist. Dass ich hier so eingedellt bin auf der linken Seite. Dass mein Kotflügel fällt und alles. Ja, das ist okay. Finde ich lustig, wie das Rad so raussteht auf der linken Seite. Ja, fahren wir bis ganz runter durch hier. So. Kann nicht schaden. So, dann müssen wir jetzt also mal die Beweise beseitigen und dann sind wir hoffentlich nach diesem Auftrag den Stadtrat endgültig los. Und
Das alles nur, weil wir damals den Sohn des Stadtrats platt gemacht haben. Was das für Ärger uns eingebracht hat. Meine Güte, das gibt's ja gar nicht. Und wie lange uns das jetzt auch schon beschäftigt. Vielleicht wäre Frank auch gar nicht erst von den Bullen hops genommen worden und dazu gezwungen worden auszusagen, wenn wir damals den Stadtratsjungen nicht platt gemacht hätten. Das könnte natürlich auch sein, ne? So, kurz warten. Na los. Jawohl. Und ab. Gib Gummi. Was ist denn das hier? War los. Kann auch nicht wahr sein. Kommt ja gar nicht aus dem Arsch, die Karre. Ja, bis du mal da bist, da ist es dann schon wieder zusammengeknatscht hier, die Brücke. Mensch, ich will mal einen Hüpfer machen, wenn unten drin nicht so ein Kram hier. Mensch. Ich würde mir sehr gerne mal das Auto von der Seite angucken, aber das geht ja leider nicht. Doch, es geht. Nein, es geht nicht. Schade. Na gut. So, wir müssen aber... Ja, wir müssen nach Norden. Shit. Wir müssen ja erstmal nach Hoboken und den Salvatore einsammeln. Die Bahn hatte ich schon mal festgestellt, glaube ich. Die fahren wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit hier. Na gut. Warum kann ich mich eigentlich nicht um die Zeugen kümmern, so wie Sam und Pauli? Das wäre mir eigentlich viel lieber. Aber wahrscheinlich sind wir der beste Mafioso im Team. Da kann man auf uns nicht verzichten. Also da müssen wir die heiklen Aufträge machen. Ich weiß noch, das wird sehr lustig werden. Aber lassen wir uns überraschen, beziehungsweise lasst ihr euch überraschen, wenn ihr das Spiel noch nicht kennt. Ich kenne es ja schon, von daher ist es für mich dann nicht so überraschend. So, fahren wir mal hier lang. Nein, Mensch, Tom. Du solltest nicht so stark einlenken. Das war ja gar nicht geplant. Schaffst du das hier über die... Oh, die Kiste fällt gleich auseinander. Super. Schaffst du es über die Ecke zu fahren hier? Jawohl. So, dann können wir gleich hier lang abkürzen. Ich hoffe mal, ich schaff's dann noch den Berg hoch. Das wäre sehr angenehm. Mensch, freie Straße, wie geil. Aber der Polizist ist unterwegs hier, ist klar. Ist klar. Hier unten diese Wiese runter, die ja gerade war, da ist dann, glaube ich, im freien Spiel dann der Waffenladen, in dem wir immer gehen können, um uns dann einzudecken mit Munition und allem. Wenn ich mich recht entsinne zumindest, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, aber müsste eigentlich so gewesen sein. So, dann wollen wir mal hier beim Baseballstadion vorbeigucken. Baseball ist auch so eine komische Sportart, die habe ich nie verstanden. Ah nein, es ist ein Footballstadion, okay. Football ist auch eine komische Sportart, die ist... Ja, verstehen tue ich sie schon, weil ich mich jetzt mal mit Rugby ein bisschen auseinandergesetzt habe. Aber ich finde sie scheiße, Rugby ist viel geiler. Rugby fetzt. Habe ich glaube ich schon mal irgendwo erwähnt. Hey Salvatore. Guten Abend, Chef. Machen wir uns auf. Jo, gut. Machen wir. Wo geht's denn hin? Ja, wie, wo geht's denn hin? Bist du doof oder was, Tom? Oh, du knackst also jeden Safe im Land, was? Steig fast ein. Jeden, Chef. Und wie hast du das gelernt? Mein Opa war im Geschäft, ist sozusagen Vererbung. Die Safes werden immer besser, also muss man stets in Übung bleiben. Manche von diesen modernen Safes sind kaum zu knacken. War's das schon an mir, Quatsche? Das finde ich bei GTA zum Beispiel weitaus angenehmer, ehrlich gesagt. Da gibt's halt doch schon mal so ein bisschen, ja, Smalltalk eben einfach. Das ist zwar, ja, wenn ich an San Andreas denke, das ist... Ja, schon ein bisschen zu viel dann manchmal, weil dann wirklich alles zugequatscht wird die ganze Zeit. Aber ist auch manchmal sehr unterhaltsam und ja, man hat halt immer irgendwas, ne? Hier ist es die größte Zeit über, die größten Teil der Zeit immer ziemlich still. Und ja, gut, da muss man sich da halt was einfallen lassen zu quatschen, ne? Was ich gerade nicht hab, aber naja, was soll's. Irgendein Blödsinn wird mir schon einfallen. Jetzt habe ich nicht mal mehr ein Radio, stelle ich gerade fest. Das ist ja auch beschissen. Ich will Musik haben. So, und wieder hoch nach Oak Hill. Diesmal von der anderen Seite. Mal gucken, wie das aussieht so hier. Oh Gott, ich habe das Gefühl, das ist noch steiler hier, der Berg. Na super, wir schlafen gleich ein. Los, Tom! Du schaffst es! Bleib lieber am niedrigsten Gang, das wäre besser. Oh, scheiße. ja... Kann sich nur noch um Stunden handeln, bis wir da irgendwann mal oben ankommen. Warte mal, ich blockiere jetzt mal hier.
Das kommt davon, wenn du hier so runterrest. Rest, ja. Nö, nö, nö. Jetzt komme ich hier nicht ran, verdammt. Nein, du sollst nicht wegfahren, verdammte Kacke. Dann nehmen wir den nächsten. Hey, Sie da! Meine Autos liegen geblieben. Können Sie mir helfen? Sie haben ein Auto geklaut. Ja. Das hast du gut erkannt. Komm, steig ein. Salvatore! Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ah, schon besser. So, da müssen wir halt mal hier zwischendurch ein bisschen umdisponieren, um dann irgendwie mal den Berg hochzukommen. Ach, die nerven aber auch. So, jetzt hast du keine Beine mehr. Was hast du davon? Oh, der Tank ist bald leer. Super. Habe ich natürlich ausgerechnet ein Auto... Oh, fuck you. Das kann ja nicht euer Ernst sein. Der Typ hätte es niemals bis zur Tankstelle geschafft. Ach. Verdammte Kacke. Ja, halt die Klappe. Arsch. Ach, ich kann gar nicht nach unten schlagen. So ein Mist. Nehmen wir halt das nächste Auto. Ist auch okay. Halt die Klappe. So, rein da. Los, Salvatore. Beeil dich. Oh, nein. Na, warte. Baseballschläger, Baseballschläger, Baseballschläger. So, auf die Nuss. Weg mit dir. So, und jetzt geh wieder rein hier. Komm, Tom. Salvatore ist auch drin. So, da kann es auch schon losgehen. Der Rückwärtsgang funktioniert gut. Achso, ich hab mal wieder hier... Nein, ich hab doch automatisch drin gehabt. Ja. Oh, ist das leistungsfähiges Auto? Schafft's im Rückwärtsgang genau gar nicht nach oben. Und ich sehe auch, im Vorwärtsgang wird das eine ziemliche Qual werden. Kannst du nicht schnell mal hier mit einem Schlauch das umnuckeln in den anderen Tank rein? Das wäre sehr geil. Ja. Klar, bleibt hängen dort, ist logisch. Oh Mann, das kann ja mal wieder was werden. Weg mit dir. Bleibt mir die Karre nach 5 Minuten nach 5 Metern stehen hier. Ich werd bescheuert, ey. Ich glaube, das habe ich auch noch nie gehabt. So, ja, jetzt schaffen wir es doch. Jetzt haben wir ein bisschen Fahrt aufgenommen. Dann sollten wir es jetzt auch den Berg hoch schaffen, nach Oak Hill hoch. Und dann sieht es doch schon way better aus. Ja, schön. 45 km/h. Mensch, das hätte ich der Karre ja gar nicht zugetraut, hier hoch zu. Gut, das war jetzt weniger schlau, da dagegen zu fahren. Aber was soll's? Okay. Ich glaube, nach dem Auftrag kriegen wir eine richtige Prachtlimo bei Lucas Bertone. Vielleicht ist es aber auch erst nach dem nächsten, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls kriegen wir da noch ein richtig schickes Teil. Und die Klau-Mission wird uns auch wieder nach Oak Hill hochführen hier. Und ich fahre vollkommen falsch. Aber was soll's. Können ja eine gemütliche Runde drehen. Das passt schon. Hier drüben das Gelände ist übrigens schon das Bösi-Gelände. Das gehört alles mit zur Villa. So, okay, wir machen hier durch den Eingang. Ich hoffe mal, der Salvatore wartet hier einfach. Nicht, dass ich noch auf den aufpassen muss. Baseballschläger. Ab geht's. Okay. Ach so. Alles klar. Oder auch nicht. Du musst schon durch die Tür hier, oder? Kriegst du es auf, Salvatore? Ach. Wird's versuchen, Chef. Mäh. Ja, nachdem ich jetzt reingeschossen habe, ist das bestimmt noch erfolgreicher. Jetzt hast du zumindest ein Schlüsselloch, an dem du rumspielen kannst und nicht bloß einfach einen viereckigen Block. So, geschafft? Alles klar, Chef. Ja, wunderbar. Hinein in die gute Stube. Dann geht's jetzt los mit dem Besuch. Und wir schauen mal, was uns da so an Leuten erwartet. Stehle Beweise. Und tu genau, was ich dir sage. Ja, ja. Stehle Beweise gegen... Ach, bla, scheiß drauf. Konnte ich jetzt nicht vorlesen, ist auch egal. So, ich mache an dieser Stelle aber erst beim nächsten Mal weiter, glaube ich. Ja, also bis zur nächsten Aufnahme, ne? Man sieht sich. Tschüss.